Peak Whey Protein Konzentrat in der Geschmacksrichtung Vanille. Kommen wir mal zum ersten Punkt, die Verpackung. Wir haben hier so einen Standbeutel mit einem Gleitverschluss. Und soweit es mir bekannt ist, ist Peak der einzige Hersteller, der sowas macht. Alle anderen Hersteller haben entweder so einen Rillenverschluss oder Druckverschluss, wie man es auch nennen mag, oder einen Klettverschluss. Also der Klettverschluss ist bequem zu öffnen und auch zu verschließen. Wie man sehen kann. Zack, ist er offen und wieder verschlossen. Und falls dieses weiße Ding hier oben mal abgeht, ist es kein Problem, ihn da dran zu bekommen. Da ist er dran. Ja, also die Beschriftung ist klar und übersichtlich. Hier haben wir das nochmal. Da ist das Aminosäurenprofil, hier oben sind die Nährwertangaben und ganz da oben sind die Zutaten. Und an der Seite ist die Verzehrempfehlung. Hier. Und ein Messlöffel ist auch dabei. So sieht er aus. Eine Portion sind 2 Messlöffel. Ja, dann kommen wir zum Geschmack. Dazu werde ich auch mal die anderen 2 Proteinpulver dazu nehmen, die im gleichen Preissegment sind. Einmal das von ESN. Und einmal das von Monoprix. Und mal so untereinander vergleichen. Also, der Geschmack ist gut gelungen. Die Süße hat eine ideale Stärke. Das Vanillearoma kommt gut zur Geltung. Aber es hat auch diesen leicht milchigen Nachgeschmack, wie das beim Mammut wieder der Fall war. Die Löslichkeit ist einwandfrei, wie man sehen kann. Und die Konsistenz ist leicht dickflüssig. Es ist so wie Milch. Und noch was muss ich sagen? Das ist eines der wenigen Whey-Protein-Pulvern, die auch im Wasser schmecken. Also das ist auch wichtig. Vom Geschmack her will ich hier 3 folgendermaßen bewerten. Die Nummer 1 ist das Tasty Whey, danach kommt Peak und zum Schluss kommt das von Mammut. Kommen wir zur Zusammensetzung. Wir haben hier einmal 76 Gramm Protein, also ein relativ hoher Wert für ein Whey-Protein-Pulver. Dann haben wir hier 8 Gramm Kohlenhydrate und 5,3 Gramm Fett. Dann ist hier nochmal zusätzlich ein Vitamin B-Komplex noch dabei, plus Vitamin E, C und Laktase. Laktase wird dazugegeben, um die Laktose besser zu verdauen. Und das Vitamin B-Komplex hilft bei der Verstoffwechselung des Proteinpulver. Ich habe keine Ahnung, wozu sie dieses Vitamin E und Vitamin C reingetan haben. Also ja, keine Ahnung. Von den Nährwerten her zusammengefasst ist Peak am besten von den dreien hier. Und ja, kommen wir zum Preis. Also der Preis schwankt hier zwischen 12,68 € bis 16,90 €. Und beim Tasty Whey schwankt der Preis zwischen 13,91 € bis 18,55 €. Und beim Mammut Whey schwankt der Preis zwischen 12,59 € bis 17,49 €. Also von den dreien hier ist das ja am günstigsten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Wie gesagt, es hat die besten Nährwerte von den dreien hier. Der Geschmack ist die Nummer 2 von denen hier. Von den dreien hier. Und ja, der Preis ist, wie gesagt, der günstigste. Also in meinen Augen von allen getesteten Whey-Protein-Pulvern ist das hier das beste Produkt. Leider wird es aber nicht in Deutschland hergestellt, sondern es kommt aus der EU, also irgendwo her. Wo genau, keine Ahnung. Und ja, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt. Der Geschmack ist gut. Die Nährwerte sind hervorragend für ein Whey-Protein-Pulver. Und der Preis ist sehr günstig. Also, ihr könnt das überall im Internet finden für 14 Euro. Und manchmal gibt es da Rabattaktionen von Peak. Da fällt der Preis auf 12 Euro noch irgendwas. Top-Produkt. Auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung. Abonniert nicht vergessen und könnt das wirklich verpassen. Bis dann, Leute. Tschüss.